Dank. Ich will jetzt eigentlich bloß noch, also ich will jetzt gerade Silo ballen, Renato. Du siehst ja vielleicht noch andere schon was. Ja. Jetzt bloß die Woche nicht gemeldet und noch nichts gezeigt. Weil halt eigentlich auch nicht so war, das glaube ich, aber jetzt Dienstag, glaube ich. Da hat es geschnien. Deswegen ist auch in Myanmar Schneepflug drin. Da oben liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Aber den Streier, den haben wir, glaube ich, gestern erst mal gemacht. Da sind wir auf Binnen davon noch ein bisschen dicht gefahren. Da. Weil das ja noch eh schnell wieder weg war und eh zu kalt, dass es noch gefroren ist am Boden. Und da war auch was im Streier, weil da ist die Zapfel nicht reingegangen. Am Streier nicht reingegangen, weil die festgekostet war. Mein Vater hat es einfach runtergebracht. Noch kurz noch eindrucken können, dann haben wir da rumgemacht. Und am Schneepflug habe ich abgeschmiert und da habe ich noch einen Schneemisch austauschen müssen. Den da, weil der irgendwie nicht, weil der alte Ewigskette hat, der ist jetzt auch nicht ganz so super. Aber muss man mal gucken, dass ob das so voll hebt. Ich habe schon genau im Januar geguckt. Und sonst war jetzt eigentlich nicht so viel. Ich bin das Moratori aufgeräumt und eingewintert. Und sonst, ja. So viel dauert ich jetzt nicht, im Stadion ist ein bisschen weiter gegangen. Und sonst, ja, wenn ich mal. Gürst war es, am Samstag. Da hat es auch geregnet wie so. Also da hat es nicht geschnitten, da hat es einfach bloß geschüttet. Und es hat dann halt auch echt richtig geschüttet. Ja, das war dann halt nicht ganz so schön. Auch was zu Boden angeht jetzt, was jetzt halt nachher. Badewies. Das war ganz schön nass. Ich muss das da wieder zumachen wegen der Kartoffeln. Dass es denen nicht kalt wird. Weil das wäre schlecht. Ich bringe jetzt, glaube ich, heute Nacht noch ein bisschen Schnee. Da ist die Frage, ob der liegen bleibt oder eher. Ich glaube, jetzt ist es relativ warm. Also, das wäre zu kalt, ist nicht. Gerade im Moment. Aber. Das kann sich ja auch noch ändern. Heute Nacht. Und sonst, wir müssen halt noch Sache einwenden. Deswegen ist jetzt der Schnee ein bisschen angeschickt. Ja. Da muss man gucken, dass man das noch irgendwie fertig bringt. Und sonst, ja. Achso, ja, doch. Ja. Da sieht man ja, weiß nicht, ob man sieht, da auf dem Rasen, da sind ja so Gatter. Das sind jetzt die Gatter, wo in all den Werkstätten reinkommen. Wo man noch die Abkeilbox reinkommt, da ist aber alles falsch gekommen, da muss man das nochmal googeln danach. Wie gesagt, mein Vater hat auch auf Fenster eingebaut, zwei Stück. Eine da über der Trinke, wo wir reingemacht haben, im alten Werkstand. Und noch ein Fenster da, wo wir die Mauern aufgemacht haben, wo es in den Mikrowellen umgeht. Da ist auch nochmal alles auf Fenster reingekommen. Ja, jetzt sieht man halt da die Kiel. Ich habe morgen ein bisschen Ei gekriegt. Ich habe gestern ein bisschen Mais gehabt. Jetzt kriege ich jetzt den Silo-Baller zwei Stück. Kleegras. Und noch müsste es eigentlich auch voll Wasser.
quatschig. Ich war ja eigentlich mit einem Hundi gegangen, aber da ich jetzt nicht viel fahren muss, nein, mache ich das nicht. Und dann müssen wir jetzt halt dort ballern. Weiß vielleicht eventuell ein bisschen dumm daher zu fahren, weil das ist besonders matschig. Aber ich will den Kleegras, wenn da vorne hast, bloß noch ein paar. Wo kein Kleegras, weil er ist. Wo sieht. Es ist nicht gerade trocken. Das ist eigentlich ziemlich scheiße so. Ja geil. Scheiße! Leckes Gott, das ist ja wieder immer noch der 5. Dezember. Ja. Mein Vater hat mich jetzt gerade rausgezogen mit meinen Reds. Er hat jetzt nachher gleich einen anderen Baller rausgestellt, dass ich mit dem Manitou nicht mehr in Wiesn einfahren muss. Wir müssen jetzt noch einfach wieder an Sami oder so die Ballertanker noch machen. Und noch rausziehen, Baller raus da aussetzen, wenn es vor ist. Weil, wie man sieht, es war jetzt doch ein bisschen nässer als gedacht. Gut, die Räume sind nicht so die beste, aber es war auch einfach nass und ein Manitou. Der ist eigentlich nicht so fürs Gelände gedacht. Weil er ja auch ziemlich viel wiegt, also relativ viel wiegt. Weil der ja auch, wenn man was lupft, auch Gegengewicht braucht. Gegengewicht. Deswegen ist es einfach. Ja. Deswegen müssen wir es eigentlich einmal raussetzen, wenn es jetzt bloß noch nicht gemacht hat, weil es eigentlich noch nicht so recht vorher war. Und ich denke, man muss es auch jetzt machen. Ich hab na jetzt auch ein bisschen das nasse Stell verwischt. Wo eigentlich. Ja. Ja. Der Vater ist auf jeden Fall rausgezogen. Wir haben jetzt auch eine Kette im Manitou. Falls das wieder passieren sollte. Jens sagt sehr, wie es war. Denke ich mal. So, das ist jetzt ein Kleegrasballer von dieses Jahr. Wie viel ist das? Ich weiß jetzt gerade. Netz wegmachen. Na, aber immer gut, der hat jetzt ein bisschen Schimmel. Der Baller. Ist im Unterschied, wenn sie gar keinen Schimmel. Du kannst auch Strecken reinkommen oder irgendwas. Oder hat, dass das auch sein kann, dass irgendein Viech
ein Loch ins Folie reingemacht. Das ist super. Das ist unten und jetzt halt noch hängen geblieben. Ein Loch in Folie gemacht hat, wo er schon gestanden ist, oder dass man beim Transportieren ein Loch reingemacht hat. Oder halt einfach. Das Dreck drin ist im Ballen. So, noch ein bisschen was. Ja, das ist halt so Sache. Das hat es halt manchmal drin, manchmal nicht. Ist halt so. Schon gucken, aber das sieht sonst gut aus. Dann tue ich das jetzt gleich aufmischen. Das ist jetzt zwar nicht viel, aber noch sammelt sich nichts.